Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr hört, geht es meiner Stimme wieder besser. Aber ich konnte tatsächlich für Montag kein Video vorbereiten. Es tut mir unheimlich leid. Ich versuche wirklich meinen 3-Tage-Rhythmus einzuhalten. Aber manchmal spielt das Leben einen eben einen kleinen Streich und ja, macht einen kurzen Umweg. Nichtsdestotrotz habe ich heute eins meiner liebsten Videos für euch, nämlich meinen Lesemonat. Das ist ja so das einzige Video, wo ich mehr auf die Inhalte der Bücher eingehe, wie in den anderen Videos, aus Spoilergründen. In meinem Neuzugänge-Video gibt es natürlich hier und da kleine Spoiler zur Geschichte, also wer das nicht hören möchte. Ich versuche es halbwegs spoilerfrei zu halten, aber wer das nicht hören möchte, der ja, muss dann eben auf meine bescheidene Meinung verzichten. Insgesamt wurden es im Juli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. Es sind 6 Printbücher und das andere Buch habe ich tatsächlich komplett gehört. Also ich habe 2 der Printbücher auch parallel gehört und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich meine Hörbücher immer bei Nextory höre. Das ist ein Anbieter für Hörbücher, aber auch für ein paar E-Books. Mittlerweile gibt es über 600.000 Stück davon auf der Plattform. Also da ist auch wirklich für jeden Geschmack was dabei. Von Krimi über Thriller, über Fantasy, über New Adult, über Liebesromane, über meine geliebten Hausfrauenromane. Ihr wisst, dass ich das nicht abwertend meine, aber damit weiß jeder, was gemeint ist. Ja, also da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Es gibt Hörbücher auf Deutsch, es gibt Hörbücher auf Englisch. Es ist auch die einzige Plattform, bei der ihr unlimited hören könnt. Das heißt, wenn ihr eins der 3 Pakete bucht und wählt das Unlimited-Paket aus, dann habt ihr keine Begrenzung auf 25 Stunden, keine auf 100 Stunden, wie das bei anderen Anbietern ist. Dann habt ihr tatsächlich vom 1. bis zum 1. oder je nachdem, wie eure Laufzeit ist, wirklich 100% die Möglichkeit, alles zu hören und so viel zu hören, wenn ihr morgens, sobald ihr die Augen aufhabt, ein Hörbuch hören wollt und erst ausmachen wollt, wenn ihr die Augen wieder zumacht, dann ist das gar kein Thema. Deshalb liebe ich diese App so. Und ich habe sie auch tatsächlich jeden Tag in Gebrauch. Ich gehe sogar ins Bett mit Hörbuch. Ich stelle mir dann nämlich immer den Timer. Da ist nämlich eine Sleep-Funktion dabei. Da könnt ihr einstellen, ob ihr in 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 Minuten wollt, dass das Hörbuch automatisch ausgeschaltet wird. Da gibt es nämlich auch die Funktion, dass das ganz leise ausgeschaltet wird. Das heißt, ihr hört das und es wird immer leiser, 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 um einfach euren Schlaf nicht zu stören. Ich liebe die App, ich liebe auch die Fast-Forward-Funktion. Also ihr könnt das Hörbuch in bis zu 2-facher Geschwindigkeit hören. Ich liebe die Auswahl, ich liebe die App, ich liebe die Unlimited-Funktion. Also wer das Ganze mal probieren möchte, der ist herzlich dazu eingeladen, den Link in der Infobox zu folgen. Da habe ich nämlich immer ein paar Buchvorschläge für euch. Ich durfte mir nämlich eine eigene Nextory-Seite anlegen. Da werde ich euch immer recht aktuell ein paar Vorschläge machen, was ich in letzter Zeit gehört habe und was mir gut gefallen hat. Und da über den Link könnt ihr auch ein Probeabo starten. Das kostet euch gar nichts. Ihr könnt dann einfach einen Monat lang testen, 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 wie ihr Lust und Laune habt, ob euch die App zusagt. Und wenn ihr danach sagt, nee, interessiert mich doch nicht, ich habe es doch nicht so genutzt, wie ich das gern hätte, dann ist das auch okay. Aber ich wollte es euch einfach angeboten haben. So, das war jetzt genug Werbung an dieser Stelle. Wie gesagt, ich bin begeistert, testet es aus und freut euch dran. Aber wir machen jetzt weiter mit dem, weswegen ihr eigentlich eingeschaltet habt, nämlich dem Lesemonat. Insgesamt wurden es, wie gesagt, 7 Bücher. Es ist der schlechteste Lesemonat, den ich bisher hatte. Das hatte auch mehrere Gründe aus meinem privaten Umfeld. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, viel zu lesen und hatte tatsächlich auch teilweise nicht den Kopf frei dafür. Aber Lesen ist kein Wettbewerb. Lesen soll entspannen. Und dementsprechend habe ich mich mit 7 Titeln doch,
halbwegs gut entspannen können. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit dem ersten Buch, das da oben auf meinem Stapel drauf liegt. Und zwar ist das Die unerhörte Reise der Familie Lawson. Ganz offensichtlich, das erkennt man auch schon am Cover, ohne dass man überhaupt irgendwas davon gelesen hat, vom Titel oder vom Autor. Man weiß genau, dass es ein Buch von T.J. Klune ist. Und ich liebe dieses Design. Also ich finde, es ist einfach komplett anders als andere Bücher. Es ist eben, ich weiß nicht, ob das sein Designer ist, glaube ich eher nicht, aber die letzten drei Bücher, die er herausgebracht hat, sei das jetzt Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte und Das unglaubliche Leben des Wallace Price und jetzt eben Die Familie Lawson, die sehen alle vom Design her so aus. Also der gleiche Künstler, der die Cover designt hat. Und ja, das ist für mich so ein klassisches Ding, was ich richtig feiere, wenn man schon von Weitem in der Buchhandlung erkennt, okay, das Darbuch hat Colleen Hoover geschrieben, das Darbuch hat T.J. Klune geschrieben, das Darbuch hat Cassandra Clare geschrieben, das Darbuch hat Emma Scott geschrieben und so weiter. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und ich finde, dass T.J. Klune auch einfach ein ganz, ganz außergewöhnlicher Autor ist, den ich mit niemandem anders vergleichen kann, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Vielleicht sollten wir aber kurz mal erwähnen, um was es in dem Buch geht. Ich finde, im Klappentext ist es schon sehr gut erklärt. Vater Giovanni ist ein Roboter, sein Sohn Victor ein Mensch. Mit ihnen wohnen dort noch ein rabiater Pflegeroboter und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Also, die Familie Lawson ist quasi eine total merkwürdige Konstellation an Menschen und Maschinen. Und genau das spiegelt auch das ganze Buch irgendwo wider. Es ist so eine Storyline im Buch, in der es aber gesellschaftskritisch zugeht, was ist das Zusammenleben zwischen Mensch und Maschine und gibt es ein Zusammenleben und werden die Maschinen irgendwann die Menschen überdauern oder ihren Platz einnehmen? Also jede Geschichte, die T.J. Klune schreibt, ist auf die ein oder andere Art und Weise gesellschaftskritisch, aber in eine komplett verrückte Geschichte verpackt. Der Hauptbestandteil der Story oder das Hauptaugenmerk bei seinen Büchern liegt auf den Charakteren und deren Entwicklung. Die Story ist meiner Meinung nach immer so ein bisschen nebensächlich. Natürlich könnte ich euch jetzt die Story vom Buch erzählen, aber die ist meines Erachtens nach jetzt nicht 0815, aber es ist einfach eine Geschichte. Aber was diese Charaktere mitbringen und was aus ihnen wird und wie sie interagieren untereinander, das ist wirklich der Knackpunkt und das ist es, was diese Bücher so besonders macht. Und deshalb kann ich wirklich nur jedem empfehlen, liest unbedingt mal ein Buch von T.J. Klune. Wenn ich jetzt persönlich eine Empfehlung abgeben würde, wäre es nicht unbedingt das hier. Es hat mir gefallen, aber eins hat mich noch viel, viel mehr begeistert und das war Mr. Parnassus. Also ja, wenn ihr T.J. Klune Anfänger seid, lest unbedingt Mr. Parnassus. Aber das hier war auch schön. Ja. Das nächste Buch, das ich diesen Monat gelesen habe, war eigentlich kein richtiges Buch. Also physisch gesehen war es ein Buch, aber ja, es handelt sich eher um einen Schreibratgeber, würde ich jetzt mal behaupten. Ich durfte nämlich mit den Autoren zusammen eine Blogtour machen zu Affirmationen für Autorinnen und Autoren. 52 Wochen voller kreativer Impulse fürs Schreiben. Darin sind, wie bereits erwähnt, ganz viele Affirmationen zu finden und die Autorin hat da ein paar Worte zu jedem Leitspruch verfasst. Sei es jetzt Dinge wie die eigene Autorenstimme finden, darüber habe ich einen Post verfasst. Also wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Da habe ich über das Finden des eigenen Autorendaseins und
seiner eigenen Stimme gesprochen. Dann gibt es aber auch noch Dinge wie Kreativität fördern, Impulse fördern. Dann gibt es Dinge wie Schreibroutinen finden oder was macht mich als Autor aus, worüber möchte ich sprechen, etc. etc. Ich fand es total interessant, das mal zu lesen. Also wenn wirklich ein Autor in meiner Community vorhanden ist, guckt es euch unbedingt mal an. Da gibt es wirklich viele Denkanstöße für das eigene Schalten und Walten in Autorensicht. Also ganz großes Pro. Dann durfte ich diesen Monat eine ganz, ganz wundervolle Reihe beenden. Ich habe Band 1 als Hörbuch gehört und Band 2 als Printexemplar gelesen. Aber es ist ein bisschen komplizierter, denn eigentlich handelt es sich nicht um Band 1 und 2 der Reihe, sondern um Band 3 und 4. Ich spreche nämlich von der Berühre mich nicht Reihe von Laura Kneidel. Das war jetzt ein bisschen kompliziert. Ja, Band 1 und 2 sind ja bereits vor 5 Jahren erschienen und Laura Kneidel hat jetzt Band 3 und 4 quasi auf den Markt gebracht. Letztes Jahr, glaube ich, war Band 3 schon dran. Ich glaube, es war schon letztes Jahr. Ich glaube, das war nicht dieses Jahr. Und jetzt im Juli kam dann eben Zerbrich uns nicht auf den Markt. Band 1 und 2 drehen sich um ein eigenes Pärchen, quasi um den Bruder von April aus Band 3 und 4. Und wie gesagt, hier geht es um April und Gavin. Das hier ist Band 4, Band 3 habe ich als Hörbuch gehört und was soll ich sagen? Die beiden haben eine Vorgeschichte. April war als Kind oder als Teenager so, so sehr in Gavin verliebt. Und Gavin ist nicht nur irgendein Mann, er ist nämlich auch der beste Freund ihres Bruders. Und deshalb waren die drei immer so ein eingespieltes Team. Und eigentlich waren sie und Gavin beste Freunde, aber da hat sich dann auf beiden Seiten etwas Emotionales entwickelt, wovon sie aber nicht wussten. Und ja, dann ist etwas vorgefallen. Ich sage einfach mal so, es ist was vorgefallen. Sie haben ihre Freundschaft beendet und die Bücher starten dann quasi, als April und Gavin plötzlich wieder Teil des Lebens des anderen werden und müssen dann auf einmal gucken, okay, woran hat es damals gelegen, dass unsere Freundschaft so den Bach runterging. Sie sind eben gezwungen, Zeit miteinander zu verbringen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, warum und wieso und weshalb das so ist. Und es kommen Dinge ans Licht, die ja keiner so richtig wusste. Und da muss jetzt geguckt werden, wie geht man damit um. Band 3 endet mit einem richtig bösen Cliffhanger und ich konnte es dann auch kaum erwarten, Band 4 in die Hand zu nehmen. Ich wusste das im Vorfeld. Es haben ganz viele Leute beim Band 3 geschrieben, der Cliffhanger, das ist so böse. Und deshalb habe ich das Buch gar nicht erst zur Hand genommen, sondern habe jetzt gewartet, bis Band 4 auf den Markt kommt und habe das dann jetzt in einem Rutsch gemacht. Ich muss sagen, Band 3 hat mir ein bisschen besser gefallen, weil ich fand, dass April zwar einerseits recht hatte, böse auf Gavin zu sein, aber ich finde, hätte man einfach miteinander gesprochen, das übliche Kommunikationsthema, das ich euch immer vorpredige, hätte man einfach wie zwei erwachsene Menschen über Dinge gesprochen, hätte sich das Ganze nicht so hochgeschaukelt und dann wäre das ganze Drama, das hier zu Beginn des Buchs stattfand, gar nicht nötig gewesen. Alles in allem liebe ich die Reihe trotzdem. Ich finde auch, dass Laura Kneidels Berühre mich nicht Reihe so einer der ersten Sterne am New Adult Himmel war. Ich habe das Gefühl, dass das Genre durch sie und vielleicht auch durch Mona Kasten so richtig einen Push bekommen hat. Und dementsprechend ist die Reihe wohl auf Lebzeit etwas Kleines Besonderes für mich. Bleiben wir einfach mal im Liebesdrama, Liebes-Romcom New Adult Bereich. Ich weiß nie genau, inwieweit man die Bücher noch als New Adult betiteln kann und wann sie schon Romcom sind. Also da ist ein ganz schmaler Grat und ich habe noch nicht für mich herausgefunden, welche Bücher ich in welches Gebiet einsortieren würde. Aber ich würde sagen, das hier ist eher eine Romcom, weil es mehr in Richtung Bücher à la Hazelwood geht.
Wedding Date von Julie Soto. Irgendwo habe ich gelesen, es wäre der dritte Band in einer Reihe, aber auf dem Buch ist dazu nichts zu finden. Kann sein, dass im Amerikanischen vielleicht noch zwei vorige Bände erschienen sind, aber hier bei uns in Deutschland wird es als Einzelband gehandelt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich habe es auch mit diesem super, super süßen Farbschnitt bekommen und ich habe euch ja den Klappentext schon ein, zwei Mal vorgelesen. Er strotzt einfach so vor Humor und wir werden als Leser auch nicht enttäuscht. Also das Buch ist wirklich unfassbar witzig. Ich habe es an zwei Abenden durchgesuchtet, weil ich nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Ich musste dann am einen Abend abbrechen, weil ich dann endlich mal ins Bett musste. Nächsten Tag ist Arbeit angesagt. Aber habe es dann am zweiten Abend dann noch beendet und es hat ein richtig, richtig schönes Gefühl in meiner Seele, in meinem Herzen hinterlassen. Und genau das habe ich mir auch erhofft. Also es geht um Ama Torres. Sie ist Hochzeitsplanerin und sie wird engagiert, um eine riesen Influencer-Hochzeit zu managen und zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Allerdings ist das Problem, dass die Braut einen bestimmten Floristen bei ihrer Hochzeit haben möchte. Und was die Braut möchte, das soll die Braut auch kriegen. Problem ist nur, dass Elliot der Ex-Freund von Ama ist. Und ja, er soll eben der Florist der Veranstaltung sein und sie soll die Wedding-Plannerin sein. Und die beiden haben sich nicht ganz im Guten getrennt. Er hat ihr nämlich einen Heiratsantrag gemacht und sie hat ihn abgelehnt. Das endet selten gut für eine potenzielle Freundschaft oder Weiterführen der Beziehung. Ja, jetzt sollen die beiden zusammenarbeiten und das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Man merkt halt auch sofort, dass das Feuer zwischen den beiden immer noch lodert. Also es ist sehr spice-lastig, das Buch, was mich persönlich ja sehr gefreut hat. Ich hatte einerseits aber ein bisschen Angst, weil ich in Sachen Rom-Com schon ein bisschen auf die Schnauze gefallen bin, was diese zwischenmenschlichen Interaktionen angeht. Reden wir jetzt einfach mal von The Love Deception, The Spanish Love Deception, so. Da habe ich die Geschichte ja ultra gefeiert, aber fand die zwischenmenschlichen Szenen so cringe, weil ja, der männliche Akteur einfach, sobald da unten was gestanden hat, sich in einen ekelhaft cringigen Menschen verwandelt hat. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ohne das Video zensieren zu müssen. Ja, und da hatte ich eben irgendwie, ich weiß nicht warum, auch wenn es verschiedene Autorinnen sind und verschiedene Bücher und das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat, hatte ich da irgendwie so ein bisschen Angst davor, dass es mir hier auch so gehen wird. Aber dem ist nicht so. Ich fand es richtig schön, wie die beiden miteinander interagiert haben, dass da ständig Feuer war und ja, zwischendurch auch sehr viel Witz und Charme. Ich bin absolut begeistert. Also das ist auf jeden Fall ein Buch, das ich in meinem Leben nochmal lesen möchte. Ich werde jetzt ein bisschen Zeit verstreichen lassen und vielleicht so im nächsten Sommer nochmal dazu greifen, weil ich auch finde, das ist ein richtig schönes Sommerlektürenbuch für an den Pool, in den Garten oder einfach nur für in die Sonne ist. Kommen wir jetzt zum vorletzten Buch. Ich bin noch unschlüssig, welches ich euch als erstes zeigen möchte, weil es sich um zwei Jahreshighlights handelt. Ich habe im Juli zwar super wenig gelesen, aber zwei Bücher davon waren einfach mal Jahreshighlights. Ich denke, eins davon könnt ihr euch schon denken und deshalb fangen wir jetzt einfach mal mit dem an, weil ich da schon sehr, sehr oft drüber geschwärmt habe und weil einfach ganz Bookstagram darüber schwärmt. Es ist für keinen ein Schock, es ist Fourth Wings. Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr wisst, ich hasse es, Bücher Hype-Bücher zu nennen und ich lasse mich da auch gern mal davon enttäuschen, dass ich im Vorfeld so mega hyped auf dieses Buch bin und dann im Nachhinein immer denke, das war es jetzt irgendwie nicht wert. Ganz im Gegensatz zu diesem Buch. Ich habe das Buch mit Yassi und mit Jackie gelesen und wir waren so on fire. Also wir haben, glaube ich, noch eine Woche danach nur noch von diesem Buch gesprochen. Ich hatte das tatsächlich 0,0 auf dem Schirm, das Buch. Null. Und gefühlt so eine Woche, anderthalb, bevor es auf den Markt kam, hat dann auf einmal jeder davon gesprochen und ich wollte es mir bestellen und dann hieß es dann schon, ja, erst in 3-4 Wochen ist es nochmal lieferbar. Und ich dachte so,
Puh, wieso hast du das total verschwitzt? Wenn ihr mal zurückschaut in meinem Neuzugänge-Video für den Juni, ist es auch nicht aufgeführt. Ich hatte das Buch wirklich nicht auf dem Schirm. Ich denke, ich muss euch jetzt auch nicht viel zum Inhalt erzählen, weil das Buch einfach Gott und der Welt bekannt ist. DTV hat da, glaube ich, auch einen riesen Shitstorm abbekommen wegen dieser Buchschnittgeschichte, weil viele, die das Buch bestellt haben, oh sorry, meine Nase juckt, oh, so. Weil viele, die das Buch bestellt haben, schon Monate vorher gefühlt, es dann plötzlich ohne Buchschnitt bekommen haben. Und ich als Monk wollte es natürlich auch mit Buchschnitt haben. Und wisst ihr, was das für eine Lauferei war? Yassi hat es in Österreich in einer Mini-Buchhandlung gefunden. Es gab es noch dreimal. Das heißt, sie hat es für sich, für mich und für Jackie gekauft. Und wir haben dann natürlich direkt einen Buddy Read draus gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe dieses Buch. Ich liebe alles daran. Ich habe wirklich keinen einzigen Punkt auszusetzen. Es ist spannend. Es ist prickelnd. Es ist knisternd. Es ist fantastisch, es hat super viele Fantasy-Elemente, die zwar in anderen Büchern auch schon mal so vorkamen, aber es ist doch auf seine Art nochmal ganz anders. Es war eins der ersten Bücher in diesem Jahr, die mich wirklich dazu gebracht haben, Seite für Seite umzuschlagen und nicht aufhören zu können. Wie oft haben wir im Buddy Read gesagt, ich möchte weiterlesen, und haben hier mit unseren Hufen gescharrt. Es ist einfach ein unglaublich wundervolles Buch. Und wenn ihr Fantasy-Fans seid, ich lege es euch ans Herz, lest dieses Buch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist absolut den Hype wert. Und das sage ich, die eigentlich immer sagt, Hype-Bücher sind nichts für mich. Und falls es euch zu teuer ist, es kostet tatsächlich 24 Euro, was ich schon arg viel finde. Aber dazu werde ich gleich noch was sagen. Schaut einfach mal bei Next Story rein. Es ist bei Next Story auch als Hörbuch verfügbar und ich habe zwischendurch auch immer mal ins Hörbuch reingehört, weil die Drachen, die hier vorkommen, haben alle gälische Namen, die super schwer auszusprechen sind. Und ich wollte aber unbedingt wissen, wie man sie ausspricht und habe dann mir ein paar Kapitel davon als Hörbuch angehört. Einfach nur, damit ich das mal so im Ohr hatte. Nur zur Info, wer sich also für die schottische, gälische Sprache interessiert, für den ist das Buch definitiv auch sehr interessant. Und jetzt nochmal ein kurzer Schwank zur Preisthematik. Ich habe Iron Flame, den zweiten Band, natürlich direkt vorbestellt, weil ich nicht mehr so dumm sein wollte, es auf den letzten Drücker vielleicht nicht mehr zu kriegen. Und hatte es vorbestellt, da hat es bei DTV 25 Euro gekostet, was ich auch schon sehr viel finde. Damals war aber noch nicht klar, wie viele Seiten das Buch final beinhalten wird. Das wurde jetzt geklärt. Also Band 1 hat, lass mich lügen, 766 Seiten. Band 2 ist aktuell bei um die 1000 Seiten. Also da hat die liebe Rebecca noch ein bisschen was draufgepackt. Dementsprechend mehr Papier, mehr Kosten, muss man einfach so sagen. Also ein Euro teurer. Wäre auch für 1000 Seiten, sag ich mal, okay für mich. Jetzt allerdings hat der DTV-Verlag, nicht dass er nach Crescent City und nach Fourth Wing schon zwei riesen Shitstorms abgekriegt hat, weil sie es nicht auf die Kette gekriegt haben mit dieser Farbschnitt-Thematik, haben sie jetzt Shitstorm Nummer 3 heraufbeschworen, indem sie gesagt haben, wir bringen das Buch in zwei Varianten raus. Okay. Variante 1 ohne Farbschnitt. Es gibt ja Leute, die wollen das einfach nicht und die bezahlen dann eben die 25 Euro und fini. Dann gibt es aber noch die Version mit Farbschnitt, mit Goldveredelung, mit Pipapo, Charakterkarten und so weiter. Also die machen da eine richtige Luxus-Edition draus, die dann 32 Euro kosten soll. Wo du dir denkst, das sind 64 Mark. Leute in meinem Alter rechnen das manchmal noch in D-Mark um, weil sie die D-Mark noch mitbekommen haben. Ja, das finde ich schon sehr stramm.
Nichtsdestotrotz, ich möchte hier jetzt nicht die ganze Zeit über die Preisthematik diskutieren. Meine Vorbestellung wurde von Amazon storniert. Da habe ich gestern oder vorgestern eine E-Mail gekriegt. Das heißt, ich muss das ganze Buch jetzt nochmal neu bestellen. Und ja, werde mir natürlich, weil ich Band 1 auch in der Edition habe, Band 2 auch in der Version kaufen. So, das war jetzt viel Gelaber. Vielleicht hätte ich auch dazu ein eigenes Video machen sollen, aber es ist what it is. Das war jetzt ein schöner Deutsch-Englisch-Mix. Kommen wir einfach zum letzten Buch. Und da ich gerade so schön von Luxus-Editionen gesprochen habe, kann ich euch jetzt auch eine Luxus-Edition von der Bücherbüchse in die Kamera halten. Und zwar die Chain of Gold Luxus-Edition. Sie ist einfach so wunderschön. Wie meine Kamera scharf stellt, seht ihr das auch? Sie ist einfach wunderschön. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, ich habe das Buch jetzt endlich gelesen, nachdem es ewig hier im Regal stand. Ich würde es euch gerne die ganze Zeit hochhalten, aber es ist mir zu schwer. Das ist der erste Band der Die letzten Stundenreihe, glaube ich, heißt sie, von Cassandra Clare aus dem Schattenjäger-Universum. Da ist mittlerweile auch der dritte Band erschienen. Das heißt, diese Reihe könntet ihr komplett lesen. Die erste ist Chain of Gold, die zweite Chain of Iron und die dritte Chain of Thorns. Band 3 habe ich noch nicht in der Luxus-Edition, werde das aber ganz zeitnah nachholen und bestellen, damit ich sie alle drei im gleichen Stil im Regal stehen habe. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesen Shadowhunter-Fan bin und ich habe die Chroniken der Unterwelt-Reihe geliebt. Ich habe die Clockwork-Reihe noch mehr geliebt. Ich bin ja ein riesen Champ-Fan. Und das Schöne an dieser Reihe, auf der Chain-Off-Reihe, ich weiß, sie heißt die letzten Stunden, aber bei uns heißt sie immer die Chain-Off-Reihe. Da geht es um die Kinder von den Protagonisten aus der Clockwork-Reihe. Und es ist super schön, nochmal die ganzen Charaktere zu sehen. Und es ist auch super schön, dass Magnus Bane ständig einen Auftritt hat, den man eigentlich aus der Chroniken der Unterwelt-Reihe kennt. Also ich muss euch irgendwann, glaube ich, mal ein Video drehen zu dem Schattenjäger-Universum, weil ich da einfach so ein riesen Fan von bin, damit ihr mal seht, wie da alles wie miteinander verknüpft ist und wie Cassandra Clare das gemacht hat, dass einfach alles Sinn macht. Es macht einfach alles Sinn und da sind Stammbäume von Familien und es ist einfach unfucking fassbar. Ich liebe dieses ganze Shadowhunter-Universum und da könnte ich jetzt auch noch stundenlang drüber reden. Ich schweife in diesem Video so oft ab. Ja, um was geht es in der Chain of die letzten Stundenreihe? Es geht um die Kinder von Tessa, von Will, von der Familie Blackthorn, von der Familie Herondale, von der Familie Carstairs. Die Hauptprotagonistin ist nämlich eine Carstairs, wie mein lieber Cem. Das ist seine Nichte. Ich weiß nicht genau, in welcher Verbindung sie stehen. Ich glaube, es ist die Nichte von Cem. Ja, die kommen nach London. Cordelia mit ihrer Mutter und mit ihrem Bruder Alistair und wollen sich da in die Schattenjägerbrigade integrieren. Ihr Vater hat einen kleinen Skandal verursacht und ja, wird jetzt so ein bisschen geächtet. Und jetzt versucht halt der Rest der Familie ein bisschen Anschluss zu finden und Fuß zu fassen. Und sie freundet sich mit Will und seinen Freunden an. Und das ist einfach super schön, wie sie in diese Gruppe integriert wird und was für einen wichtigen Part sie in dieser Gruppe dann auch später übernimmt. Ich lese jetzt gerade den zweiten Band, also den werde ich euch im nächsten Lesemonat vermutlich vorstellen. Und ich liebe einfach alles daran. Ich kann tatsächlich kaum aufhören, weiterzulesen. Ich war jetzt zwischendurch ja noch ein paar Tage in Holland, da habe ich dann nicht gelesen. Und in der Gruppe mit unserem Buddyread überall nur, ich möchte weiterlesen. Und ich konnte nicht, deshalb habe ich die Gruppe irgendwann gemutet, dass die beiden anderen Buddy-Read-Teilnehmer sich austauschen konnten. Und ich habe dann, als ich zurück war, alles noch aufgeholt an einem Abend, weil es einfach so spannend war. Also ich kann euch die Reihe oder alle Reihen aus dem Schattenjäger-Universum einfach nur ans Herz legen. Ganz, 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 ganz große Liebe. Und mit dieser großen Liebe entlasse ich euch jetzt. Ich denke, das Video war jetzt auch schon wieder lang genug. Dafür, dass es nur 7 Bücher waren, habe ich doch recht lange gequatscht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich habe euch die Links wie immer in die Infobox gepackt. Wer
Nextory vielleicht testen möchte, der findet den Link auch in der Infobox. Da ist alles drin verpackt, was euch interessieren könnte. Da ist auch der Link zu meinem Instagram-Kanal, da ist auch der Link zu meinem Blog und so weiter und so weiter. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch was, habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!